Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung vom Gesetzentwurf der Landesregierung, Hessisches Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen, Drucksache 3457 aus 20. Die Einbringung für die Landesregierung macht Herr Staatsminister Boddenberg. Ja, schönen guten Abend, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bringe heute das Gesetz ein, mit dem wir die Situation der Gewerbesteuer und die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle in den Kommunen für dieses Jahr regeln wollen. Es gibt dort die gesetzliche Notwendigkeit, einige Punkte oder einen vor allen Dingen wichtigen Punkt im Finanzausgleichsgesetz klarzustellen, der nämlich sagt, und das beginne ich als ersten Punkt in meiner Rede kurz darzulegen, der besagt, dass die Kompensationsleistungen von Bund und Land bei der Gewerbesteuer am Ende des Tages bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen beim kommunalen Finanzausgleich so gewertet wird wie die Gewerbesteuer selbst. Das einfach mal zur Klarstellung, weshalb wir heute mit dem Gesetz kommen. Und ich will eine zweite Vorbemerkung machen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn es uns gelingen könnte, dass wir in dieser Woche das in zwei Lesungen lesen und verabschieden können. Es ist natürlich Ihr gutes Recht, am Ende des Tages auch eine dritte Lesung zu beantragen, selbstverständlich. Ich kann aber nur an Sie appellieren, weil ich glaube, dass es ganz gut wäre, wenn die Kommunen Planungssicherheit bekämen. Zu dem Verfahren selbst habe ich im Haushaltsausschuss, glaube ich, ausführlich dargelegt, wie wir uns das gemeinsam mit den Kommunen vorstellen. Auch das will ich noch einmal vorweg sagen. Die Kommunalen Spitzenverbände sind grundsätzlich einverstanden gewesen mit dem Vorschlag der Verteilung. Ich bin also sehr dankbar dafür, auch wenn es durchaus die ein oder andere etwas andere Vorstellung gegeben hätte, beispielsweise beim Städtetag. Ich komme gleich darauf. Aber in Summe glaube ich auch nach einem Gespräch, das wir am Montag noch einmal mit den Kommunalen Spitzenverbänden auch über andere kommunale Fragen im Zusammenhang mit dem Haushalt dieses und der nächsten Jahre gesprochen haben, dass es dort ein breites Einvernehmen gibt. Und weil ich gerade beim Dank bin, will ich sagen, das sage ich jetzt wirklich einmal sehr gezielt auch in eine Richtung, dass der Präsident des Städtetages, der, wie alle wissen, glaube ich, alle wissen, nicht meiner Partei angehört, sondern einer anderen Volkspartei angehört, öffentlich erklärt, dass er das gut findet und begrüßt, was der Bund und das Land auch unter Namensnennung der jeweils zuständigen Ressortminister dort gerade absolviert haben. Hätte er nicht machen müssen, finde ich eine nette Grußadresse, und dafür will ich ebenfalls mal Danke sagen. Ja, Danke sagen will ich auch. Hier oben sitzen Mitarbeiter, vor allen Dingen ein Mitarbeiter aus dem Finanzministerium, die die Gespräche geführt haben, gemeinsam mit dem Staatssekretär. Und dann will ich natürlich auch etwas sagen zu dem, wie wir uns das vorstellen. Es geht darum, dass der Bund feststellt in der Maisteuerschätzung, dass es in diesem Jahr für die Kommunen insgesamt im Bundesgebiet ein Minus bei der Gewerbesteuer von 11,8 Milliarden Euro gibt. Für Hessen ist ermittelt worden ein Minus von 1,213 Milliarden Euro. Das heißt eine gewaltige Summe, bei der wir im Bund mit der dortigen Gesetzgebung, mit dem Bundestag, mit der Bundesregierung und dem Bundesrat entschieden haben, dass wir uns, wenn ich das so salopp sagen darf, den Schaden teilen wollen. Also in etwa der Bund und die Länder jeweils vor Ort die Hälfte zahlen. Das ist bei uns auf ersten Blick im Betrag ein bisschen mehr als die Hälfte. Das hat etwas damit zu tun, dass der Bund dort schon berücksichtigt sehen will, dass es Veränderungen in den Bund-Länder-Finanzen und in den horizontalen Ausgleichen unterhalb oder innerhalb der Länder gibt, früher mal Länderfinanzausgleich genannt. Aber die Summe 1,213 Milliarden € ist diejenige, über die wir jetzt reden müssen und bei der wir eine Verteilung, einen Verteilungsmodus für das Jahr 2020 festschreiben müssen. Das haben wir mit den Kommunen wie folgt vereinbart. Und zwar sehen wir vor, dass die Hälfte dieses Betrages oder eine Hälfte dieses Betrages für die Zeit vor Corona bzw. grundsätzlich allen Kommunen je nach ihrem Gewerbesteueranteil in der Zeit vor Corona zugewiesen werden soll. Referenzzeitraum sind die Jahre 2017 bis 2019. Das heißt mit anderen Worten, 606,5 Millionen Euro werden verteilt an die hessischen Kommunen nach ihrem Anteil an der Gewerbesteuer in diesem 12-Quartal-Zeitraum von 2017 bis 2019.
Ein zweiter Teil, ebenfalls 606,5 Millionen Euro, sollen verteilt werden, je nach Verlust der Gewerbesteuer im ersten und zweiten Quartal des Jahres 2020. Und um den Verlust, der deutlich größer war im zweiten Quartal des Jahres 2020, und um dies abzubilden, haben wir dort eine Verteilung dieser 600 Millionen Euro, ich bleibe jetzt mal bei der glatten Zahl, vorgenommen, indem wir sagen, ein Viertel wird zur Kompensation des Minus bei der Gewerbesteuer im ersten Quartal verwandt, drei Viertel dieses Betrages, also 450 Millionen, werden zur Kompensation des Minus bei der Gewerbesteuer im zweiten Quartal verwandt. Und dann gibt es eine Berechnung einer jeden einzelnen Kommune für das erste und das zweite Quartal, indem man sich anschaut, wie war diese Kommune im Durchschnitt der 12 Quartale im Zeitraum 2017 bis 2019 im durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und wie ist sie das im ersten Quartal bzw. im zweiten Quartal des Jahres 2020 und entsprechend dieser Entwicklung für alle 400 und wie viel sind es 23, glaube ich, Kommunen zurzeit, ist man dann zu einem Wert bezogen auf jede Kommune gekommen, bezugnehmend auf die zu verteilenden Beträge, die ich eben genannt habe. Hört sich auf den ersten Blick etwas kompliziert an, ist es aber gar nicht, weil man es wirklich mit drei, vier Rechenschritten ermitteln und auch darlegen kann. Und insofern, glaube ich, ist diese relativ einfache Verteilung und die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir bilden nicht nur die Verluste ab in den ersten zwei Quartalen des Jahres 2020, weil nämlich sich in einigen Kommunen möglicherweise die Verluste auch erst später einstellen, wir auf der anderen Seite aber auch mit dem Bund im Gesetz vereinbart haben, dass relativ zügig und zeitnah ausgezahlt werden soll, mit den Kommunen verabredet haben, dass wir den Modus so wählen, dass also auch diejenige Kommune, die möglicherweise im ersten und zweiten Quartal noch gar nicht so schlecht dasteht im Gewerbesteueraufkommen, davon ausgehen kann, dass, falls die Verluste bei ihr später eintreten, auch dazu diese Kompensationsleistung dient. Jetzt könnte man sagen, dass das bei Einzelnen dazu führt, Stimme ist gerade mal weg. Dass das bei Einzelnen dazu führt, dann höre ich auch gleich auf, wird Ihnen recht sein, dass die Stimme weg ist. Also, jetzt könnte man sagen, dass das bei Einzelnen dazu führt, dass Sie möglicherweise im Jahr 2020 mindestens so viel, vielleicht sogar einen Tick mehr Kompensation erfahren, als Sie Gewerbesteuerverluste haben. Ich will aber, um dem vorzubeugen, dass daraus einer einen Vorwurf macht, erklären, dass wir sehr deutlich gemacht haben, übrigens auch der Bund sehr deutlich gesagt hat, dass die Gewerbesteuerverluste der kommenden Jahre, und die wird es ja geben, wie wir alle wissen, das wissen wir aus der Mai-Steuerschätzung. Das bin gleich fertig, Herr Präsident. Nein, ich will Ihnen ein Glas Wasser. Na, ich kann ja jetzt hier nicht aus der Flasche trinken, Kuram Popliger, das geht ja nicht. Ein Glas Wasser, Herr Bonnenberg, ein Glas. Vielen Dank, da kommt auch schon was. Sehr, sehr nett, Herr Präsident. Also, ich will sagen, dass sowohl wir, das Land, Dankeschön, wie auch der Bund deutlich gemacht haben, dass es eine Kompensation für das Minus bei der Gewerbesteuer nur für das Jahr 2020 gibt. Und insofern die Kommunen natürlich auch wissen, dass sie in den nächsten Jahren für diese Verluste grundsätzlich selbst aufkommen müssen. Sie werden sich erinnern, dass wir in der Debatte um das Sondervermögen allerdings gesagt haben, wir sehen einen pauschalen Betrag vor, der dann dafür auch für die Kompensation dieses Jahres, also für die 661 Millionen 2020, aufkommt, aber auch noch Möglichkeiten gibt, an anderer Stelle zu helfen, sodass ich glaube, dass die Stimmung bei den Kommunen im Moment recht gut ist, obwohl sie natürlich, das ist uns sehr bewusst, durch Einnahmeverluste auf der Steuerseite, das ist ja nicht nur die Gewerbesteuer, es ist die Einkommensteuer, es ist die Körperschaftssteuer in den Anteilen, Umsatzsteuer und anderes mehr. Aber ich glaube, in Summe dürfen wir sagen, dass wir den Kommunen sehr zur Seite stehen und das auch aus voller Überzeugung, weil wir wissen, welche schwierige Aufgaben gerade in Corona-Zeiten auch auf der kommunalen Ebene lasten. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion heute Abend im Haushaltsausschuss und möglicherweise die zweite Lesung in dieser ersten Plenarwoche im September. Danke sehr. Danke, Herr Staatsminister, zur Einbringung. Ich eröffne die Aussprache. Vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als erstes hat sich die Abgeordnete Dahlke vom Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Herr Boddenberg, ich hatte schon ein Glas. Ich habe nur die Flasche gesehen. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen,
Bund, Länder und Kommunen können die Corona-Krise nur gemeinsam bewältigen. Das Land hat in den vergangenen Monaten schon vieles unternommen, um die Liquidität der Kommunen zu verbessern. Vorauszahlungen der Schlüsselzuweisungen und vorzeitige Auszahlung der Gemeinschaftssteuern. Und bereits vor der Sommerpause haben wir mit dem Corona-Kommunalpaket unter anderem die Laufzeit der Kommunalinvestitionsprogramme verlängert, Ratenpause bei der Hessenkasse ermöglicht und alle Kommunen aus dem kommunalen Schutzschirm entlassen. Wir müssen immer daran denken, alle öffentlichen Haushalte von der europäischen Ebene, Bund, Hessen bis hin zur kleinsten Gemeinde sind zurzeit durch Corona stark belastet. Die Kommunen verzeichnen deutlich geringere Steuer- und Gebühreneinnahmen. Alleine bei den Gewerbesteuern erleben die Kommunen hessenweit einen Einbruch von 24% im ersten Halbjahr 2020 und in Frankfurt ist es sogar ein Minus von 33%. Deswegen reicht es nicht, alleine die Liquidität zu sichern. Die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle ist der nächste wichtige Schritt zur Unterstützung der Kommunen. Hier nimmt Hessen erneut gemeinsam mit dem Bund seine Verantwortung gegenüber den Kommunen wahr und greift ihnen in dieser sehr schwierigen Situation der Corona-Pandemie unter die Arme. Und ich kann verstehen, wenn sich die hessischen Bürgermeisterinnen und natürlich auch die Kämmerer zurzeit um die Haushaltslage große Sorgen machen. Allerdings sind die Menschen darauf angewiesen, dass auch in der Pandemie die Müllabfuhr kommt, die Parks gepflegt werden und die Verwaltung funktioniert. Und ein Großteil der öffentlichen Investitionen wird auf kommunaler Ebene getätigt. Deswegen sind die Menschen vor allem auch darauf angewiesen, dass die Kommunen auch in der Krise dringend benötigte Investitionen nicht verschieben. Bund und Land kompensieren die Gewerbesteuerausfälle, damit genau das nicht passiert. Das wäre nämlich nicht nur schlecht für die Zukunft der Gemeinden, Städte und Landkreise, es wäre außerdem schlecht für die Konjunktur, für die Bund und Land seit Beginn der Krise massive Förderungen auf den Weg gebracht haben. Die 6,6 Milliarden Zuschüsse, Darlehen, Kredite, Bürgschaften und steuerlichen Erleichterungen, die bis Anfang August in die hessische Wirtschaft geflossen sind. Die 20 Millionen Überbrückungshilfe, die seit Juli an die hessische Unternehmen ausgezahlt worden sind. Die Förderungen für die Vereine und die Landwirtschaft, die wir in den beiden letzten Sitzungen des Haushaltsausschusses beschlossen haben. Das alles tut das Land, um unsere Wirtschaft zu retten und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern und um sie im zweiten Schritt wieder in Gang zu bringen, wovon wir ja auch wieder alle profitieren. Wenn die Kommunen gegen Investitionen jetzt verschieben würden, gäbe es nur noch größere wirtschaftlichere Probleme. Der Krise sollte nicht hinterhergespart werden, sondern für die Konjunkturbelebung. Für die Konjunkturbelebung brauchen wir jetzt schnelles Handeln, und die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle versetzt die Kommunen in die Lage, ihre Verantwortung genauso wahrzunehmen, wie es auch das Land tut. Genau dafür stellen Bund und Land insgesamt 1,213 Milliarden Euro bereit. Aus Hessen kommt der größere Anteil von 661 Millionen, der Bund zahlt 552 Millionen. Bei der Verteilung wird angemessen darauf geschaut, was bisher tatsächlich an Gewerbesteuereinnahmen fehlt und wie hoch das Gewerbesteueraufkommen jeder Kommunen in den letzten 3 Jahren tatsächlich war. Der Staatsminister hat das eben ausführlich erklärt. Durch diesen Verteilungsschlüssel wird garantiert, dass alle, und ich betone alle hessischen Kommunen, zusätzliche Mittel erhalten. Für Frankfurt sind es 438 Millionen Euro zum Beispiel. Jetzt noch zum hessischen Finanzausgleichsgesetz an sich. Die Änderung, die wir heute in erster und am Donnerstag in hoffentlich abschließender zweiter Lesung beraten, führt dazu, dass die Mittel, die die Kommunen jetzt als Kompensation erhalten, im weiteren Verlauf wie echte Gewerbesteuereinnahmen behandelt werden. Das ist wichtig und gut, weil wir damit auch gleichzeitig die Landkreise unterstützen, die ihrerseits ja auch wieder aus der Umlage schöpfen. Außerdem werden die Gelder nicht bei der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt. Da müssen die Kommunen sich nur das anrechnen lassen, was tatsächlich an Steuereinnahmen erwirtschaftet worden ist. Und sie gelten auch in der Berechnung des KFA wie Steuereinnahmen, erhöhen also die Planungssicherheit und wirken sich zugunsten der Kommunen auf die Steuerkraftmesszahl aus. In der Gesetzesbegründung steht dazu ein schöner Satz aus der Verwaltung: Verwerfungen in der Ausgleichswirkung des KFA zwischen den Gemeinden werden vermieden. Ja.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, so wie auch schon die Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität, kompensieren wir die Gewerbesteuerausfälle im Schulterschluss mit den Kommunen. Der Verteilschlüssel wurde im Vorfeld mit den Kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt. Ihre Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf sind auch grundsätzlich positiv. Sie loben ausdrücklich, dass die Mittel zeitnah und unbürokratisch fließen sollen. Die Kommunen werden also schnell Hilfe bekommen, und sie bekommen vor allem Planungssicherheit. Hessen demonstriert hier erneut eine faire Partnerschaft mit den Kommunen. Und nun ist es an den Kommunen, diese Verantwortung für die wirtschaftliche Erholung auch wahrzunehmen. Heute Abend werden wir im Haushaltsausschuss die Kommunalen Spitzenverbände zu dem Gesetzentwurf auch noch einmal anhören. Und ich bedanke mich bei allen, die dazu beitragen, dass wir dieses notwendige Unterstützungspaket im Sinne der Kommunen verabschieden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dahlke. Für die Fraktion der SPD erteile ich Herrn Weiß das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will damit anfangen mit meinem Dank. Da, wo Sie nicht gedankt haben, Herr Boddenberg, wo ich finde, wo aber das größte Dank angemessen ist angesichts der Vorlage, die wir hier haben. Ich möchte nämlich der Großen Koalition im Bund danken und hier insbesondere Finanzminister Olaf Scholz, die Ich will Ihnen das auch begründen, warum. 6,1 Milliarden Euro insgesamt Kompensation Gewerbesteuerausfälle, davon über eine halbe Milliarde Euro, die nach Hessen fließt. 3,4 Milliarden KDU, Kosten der Unterkunft, fließt auch sehr viel Geld von nach Hessen. Fragen Sie mal beim Oberbürgermeister Schwenke nach. 1 Milliarde Ausbau Kitas, Krippen, 2 Milliarden Ausbau Ganztagsschulen. Alleine das sind über 12 Milliarden vom Bund, wo sich die SPD-Bundestagsfraktion und der Finanzminister Olaf Scholz dafür eingesetzt haben, dass das in das Corona-Paket des Bundes kommt, um Kommunen zu unterstützen, die verfassungsrechtlich Teil der Länder sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist keine Selbstverständlichkeit des Bundes. Das ist ein herausragendes Engagement der Bundesregierung, die man an dieser Stelle auch noch einmal hier erwähnen darf. Herr Boddenberg, ich hatte im Übrigen das Gefühl, wir haben uns ja auch schon einmal darüber unterhalten, auch mit Ihrem Staatssekretär, als das Ergebnis kam, haben wir alle darauf gewartet, was jetzt quasi das Corona-Paket des Bundes ist. Und das war ja dann völlig überraschend, dass unter anderem die hälftige Erstattung der Gewerbesteuerausfälle damit reinkam. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass die Landesregierung und dass Sie da überhaupt so euphorisiert oder besonders dankbar darüber gewesen wären. Und ich weiß auch, warum. Weil ich nämlich die These vertrete, dass ohne diese Entscheidung des Bundes, die klar die Bedingung hatte, dass die Länder sich zur Hälfte daran beteiligen, wäre nicht so viel Geld in die Kommunen geflossen, was die Erstattung der Gewerbesteuerausfälle angeht. Diese These, glaube ich, kann man hier durchaus aufstellen. Und der dritte Punkt, und das gehört auch noch dazu, weil Sie es jetzt hier so dargestellt haben und die Kollegin Dahlke auch. Das, was das Land hier leistet, ist keine Großzügigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist eine Verfassungsvorgabe. Die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände ist zeitlich lückenlos zu gewährleisten, gibt die Hessische Verfassung vor. Und diese Vorgabe ist mit dem ursprünglichen Haushalt 2020 nicht einzuhalten. Deswegen ist das keine Großzügigkeit. Es ist schlicht und einfach Vorgabe der Verfassung, dass das Land sich hier finanziell engagiert, um die Kommunen zu unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vierter Punkt. Ja, der Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, den Sie eben eingebracht haben, Herr Boddenberg, ist Ergebnis aus Gesprächen mit den Kommunen. Das ist richtig. Aber die Kommunen, die Spitzenverbände, haben auch klare Kritikpunkte angemeldet, beziehungsweise Punkte moniert, die nicht geregelt sind.
Der Städtetag hat beispielsweise ausgerechnet, dass selbst mit den 1,2 Milliarden € Kompensation die Gewerbesteuer und den Gewerbesteuereinnahmen in den ersten beiden Quartalen, dass nur 2/3 der Einnahmen der ersten beiden Quartale des letzten Jahres entspricht. Also auch hier ist ein entsprechendes Delta. Das dritte und vierte Quartal, hat der Städtetag in seiner Stellungnahme ausgeführt, ist gar nicht berücksichtigt worden bei den Berechnungen. Hätte man auch pauschalieren können und nachher spitz abrechnen können. Und dass die Verluste bei den Anteilen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer unberücksichtigt geblieben sind, haben Sie ja eben selber gesagt. Also auch hier ist noch einiges zu tun. Der fünfte Punkt, und das ist ja auch noch einmal ganz nicht ganz unwichtig, darauf hinzuweisen, dieses Geld, was jetzt heute mit dem Gesetzentwurf den Kommunen zur Verfügung gestellt werden soll, dafür wäre kein Sondervermögen notwendig gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür wäre kein Sondervermögen notwendig gewesen. Wir hatten einen zweiten Nachtrag auf dem Tisch von SPD und FDP. Da war das entsprechende Geld für vorgesehen, sogar mehr als das, was jetzt hier an Kompensation vorgesehen ist. Also, es wäre dafür kein Sondervermögen nötig gewesen. Auch das muss man hier noch einmal ansprechen. Sechster Punkt. Wir stimmen trotzdem zu, Herr Boddenberg, weil wir natürlich die in Verantwortung gegenüber den Kommunen sind. Und wir stimmen auch einer sogenannten Dido-Lösung zu, dass wir nämlich am Donnerstag eine zweite Lesung machen, dass wir heute Abend die Kommunalen Spitzenverbände anhören. Das ist im Übrigen auf eine Initiative der SPD-Fraktion hervorgegangen, weil wir der Meinung sind, dass wir zwar schnell handeln wollen, aber bei einem Betrag von 1,2 Milliarden Euro doch zumindest einmal die Kommunen anhören wollen. Deswegen bin ich ganz froh, dass der Haushaltsausschuss dieser Anregung der SPD-Fraktion gefolgt ist und die Kommunen heute anhört. Und der letzte Punkt, und damit komme ich zum Schluss, das Ganze ist kein Grund zur Euphorie. Die Kommunen sind längst nicht über den Berg, insbesondere die Kreise. Wir haben jetzt ja nur über die Städte und Gemeinden geredet. Die Kreise beispielsweise, die wiederum von ihren Umlagen leben, die betrifft das jetzt erst, was an Ausfällen im ersten und zweiten Quartal ist im Jahr 2021, im nächsten Jahr. Und das, was die Kommunen an Ausfällen haben im dritten und vierten Quartal, trifft die Kreise sogar erst im übernächsten Jahr, im Jahr 2022. Das heißt, dass wir hier noch einiges zu tun haben. Es ist ein erster Schritt, definitiv. Es ist kein Grund zur Euphorie. Was notwendig ist, ist eine große Lösung mit den Kommunen. Die wird sicherlich nach der September-Steuerschätzung, die jetzt eingeschoben wurde, kommen müssen. Wir werden das natürlich dementsprechend kritisch, aber konstruktiv begleiten und sind gespannt, was dann bei dieser großen Lösung rauskommt. Die Kommunen haben jedenfalls die SPD in diesem Land an ihrer Seite. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Weiß. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Vohl zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Auch wir begrüßen den Gesetzentwurf und werden ihm folglich unsere Zustimmung erteilen. Denn ohne eine Kompensation der Gewerbesteuerausfälle würde in den Kommunen alles zusammenbrechen. Diese Maßnahme ist also für alle Kommunen überlebensnotwendig. Doch wie sind wir hierhin gekommen? Der Grund ist, dass die CDU-geführten Landesregierungen der letzten 10 Jahre ihre Verantwortung gegenüber den hessischen Kommunen in sträflicher Weise vernachlässigt haben. Dort, wo eigentlich Landesmittel hätten fließen müssen, zeigte man sich stets erfindungsreich. Wenn möglich, überantwortete man den Kommunen Landesaufgaben, von denen man hätte wissen müssen, dass sie deren Finanzierung nicht stemmen können. Um nur ein Beispiel zu nennen, welches auch in Ihrem Gesetzentwurf Berücksichtigung findet, das Programm mit dem wohlklingenden Namen Starke Heimat Hessen, von welchem Sie nun zumindest die Ausgleichsbeträge ausnehmen. Das Gesetz steht aber genau in dieser Tradition. Dieses nährt sich ausschließlich
durch die Beibehaltung der erhöhten Gewerbesteuerumlage, welche die Kommunen nun weiterhin an das Land abzuführen haben. Die Landesregierung wird jetzt natürlich darauf verweisen, dass die Mittel wieder zurückfließen. Wenn die Kommunen Glück haben, fließen ihnen die Gewerbesteuererträge tatsächlich wieder zurück, dies aber nur für landesseitig festgelegte Zwecke. Und das ist der Haken. Die Kommunen müssen mit ihren ureigensten Mitteln Landesaufgaben erfüllen und schwarz-grüne Projekte umsetzen. Letzteres bedeutet, dass in die Kommunen hineinregiert und die kommunale Fiskalautonomie zunehmend ausgehöhlt wird. Dabei ist klar, die Kommunen funktionieren nur dann am besten, wenn sie mit finanzieller Leistungskraft und starker Fiskalautonomie ausgestattet sind. Die zunehmenden Eingriffe aus Wiesbaden rauben ihnen aber beides. Sie setzen zudem Fehlanreize gegen eine tragfähige und weitsichtige Haushaltspolitik. Letztlich machen sie den Kommunen, wie an den Entschuldungsprogrammen Schutzschirm und Hessenkasse zu belegen ist, zu Almosenempfängern. Entscheidend ist, dass die Kommunen auf diese Weise auch weiterhin keine Rücklagen werden bilden können. Umso mehr steht nun das Land in der Verantwortung. Darüber können in diesem Hause kaum Zweifel bestehen. Da wir ebenfalls hohe Ausfälle bei den kommunalen Umsatz- und Einkommensteueranteilen zu beklagen haben, ist auch nach Erstattung der Gewerbesteuerausfälle zu erwarten, dass viele kommunale Haushalte künftig Defizit um Defizit anhäufen. Insbesondere in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ist die Einkommensteuer oftmals die fiskalisch bedeutsamste Steuerart. Dadurch, dass viele der Kommunen in vergleichsweise geringes Gewerbesteueraufkommen verzeichnen, profitieren diese gleichzeitig weniger von der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle. Entsprechend hart schlagen dann Einbrüche bei den kommunalen Einkommensteueranteilen durch. Vor diesem Hintergrund macht uns eine weitere Entscheidung der Landesregierung große Sorgen. Am 30. März 2020 erging durch das Innenministerium in seiner Funktion als oberste Kommunalaufsicht der sogenannte Corona-Erlass. Dieser ermöglicht den Kommunen die Erhöhung des Höchstbetrages für Liquiditätskredite. Das süße Gift der Kassenkredite ist wieder da. Wir befürchten, dass nun alsbald alle Dämme brechen und wir in Kürze uns dort wiederfinden werden, wo wir vor Schutzschirm und Hessenkasse gestartet sind. Die Lage der Kommunen mag sich 2020 durch den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle erst einmal verbessern. Das eigentliche Problem wurde aber nur auf Landes- und Bundesebene verlagert. Unter den Flächenländern war im ersten Halbjahr 2020 für Hessen der im Jahresvergleich prozentual stärkste Rückgang bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Ob der Bund angesichts der anderen Flächenländern im Durchschnitt um 3/4 kleineren Steuerausfälle weiteren Bedarf für Kompensationsprogramme sehen wird, ist fraglich. Und wir haben heute auch gehört, wahrscheinlich wird es keine weiteren Kompensationsprogramme mehr geben. Das dem Finanzministerium verbliebene Pulver könnte sich somit schnell nur als Tropfen auf den heißen Stein erweisen. Im Moment ist jedenfalls keine Erholung abzusehen. Die Frage ist, was kommt danach? Insofern wäre es gut, den für die Bundesmittel aufzubringenden Eigenanteil Hessens durch Einsparungen im Landeshaushalt zu finanzieren. Würden Sie dies zumindest versuchen, Herr Finanzminister, wären wir voll und ganz bei Ihnen. Der Haushalt hat, wie wir alle wissen, viel, viel unnötigen Ballast. Klima, Gender, Multikulti. Suchen sich irgendetwas aus. Große Potenziale, um den Rotstift anzusetzen. Doch wird nicht eines der betreffenden Produkte angefasst. Nein, stattdessen wurde durch die Landesregierung das zur Aussetzung der Schuldenbremse notwendige Quorum geschliffen, um so sich der leidigen Budgetrestriktion und der Kontrolle des Landtages zu entziehen. Und noch eins sollten Sie bedenken. Das Geld kommt weder vom Bund, noch kommt es vom Land. Das Geld, das hier kommt, ist das Geld jedes einzelnen deutschen Steuerzahlers. In Folge werden nun immense Schulden angehäuft und immer neue Maßnahmen
mit fraglichem Corona-Bezug, aber dafür mit umso größerer programmatischer Nähe zum grünen Koalitionspartner aufgelegt. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen. Doch diese werden von Ihnen anscheinend nicht bedacht. Oder welche Antwort wollen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern in 20 oder 30 Jahren geben, wenn Sie ihnen diese Frage stellen, warum haben Sie uns das angetan? Dann werden Sie, meine Damen und Herren, keine Antwort darauf wissen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Vohl. Für die FDP hat sich Frau Schardt-Sauer zu Wort gemeldet. Werter Herr Präsident, werte Damen und Herren Kollegen, vielleicht eines zunächst zur Erläuterung der Hintergründe des Steuersystems an den Kollegen Vohl. Es gibt durchaus auch nicht deutsche Steuerzahler, die insgesamt unser System erleiden. Werte Kollegen, die Landesregierung hat uns jetzt auch sehr ausführlich erläutert, den Entwurf eines hessischen Gesetzes zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen zur ersten Lesung vorgelegt. Ich möchte mich nicht an dem allgemeinen Kuschelgebuhle, wer den größten Batzen, ob er jetzt in Berlin geboren wurde oder in Wiesbaden geboren wurde oder im grünen Lande geboren wurde. Wichtig ist das Ziel. Worum geht es in dieser Krise? Die Gewerbesteuerausfälle 2020, die den hessischen Kommunen durch die Corona-Pandemie entstehen, teilweise zu kompensieren. Denn insgesamt drohen, und darauf müssen wir uns verlassen, in dem Parameter, wie wir arbeiten, wir haben die Mai-Steuerschätzung, wir warten auf die September-Steuerschätzung, also den Sondertermin nach Mai, reden wir über etwa 1,2 Milliarden Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen, ungefähr prognostiziert. Eine Summe, von der wir wissen, dass sie unsere Kommunen in diesem Jahr ohne Unterstützung vor große Probleme stellt. Und an der Stelle sei mir einmal gestattet, wir reden immer so abstrakt von den Kommunen, von den Kreisen, von den Ebenen. Am Ende aller Tage, das wissen alle, die hier denke ich, in der Kommunalpolitik unterwegs sind, es zahlen unsere Bürgerinnen und Bürger. Die zahlen, wenn die Einnahmen wegbrechen, in irgendeiner Form sind die, die Leidtragenden. Es ist unser Auftrag, von Seiten der Politik hier Lösungen zu finden. Das sind keine neutralen Ebenen, sondern die Menschen in diesem Lande, die darunter leiden werden. Das war auch der Grund, warum wir Freie Demokraten in den Haushaltsberatungen zum Nachtragshaushalt II gemeinsam mit den Kollegen der SPD in dem Entwurf eines echten Nachtragshaushalts ausreichend Mittel zur Unterstützung der hessischen Kommunen bereitgestellt haben. Und, werte Kollegin Dahlke, das ist kein Geld, das, also wir reden ja eh nicht über Geld, wir reden ja über Schulden. Das ist kein Geld, das irgendwo auf Landesebene in der Schatzkiste liegt oder auf Bundesebene in der Schatzkiste, sondern das sind die Steuergelder, der Ertrag aus unserer Gesellschaft in allen Facetten, der Kleinstunternehmer, die Mittelständler, die Einkommensteuerzahler, die das alles zurückzahlen, diese 13,7 Milliarden €, über die wir hier reden. Und das ist keine Gnade. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir in Zeiten der Krise uns überlegen, wie wir unseren Verpflichtungen dort nachkommen. Der Bund hat bereits vor der Sommerpause begonnen, die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um bundesseitig die Mittel zur Kompensation bereitzustellen. Die Kollegen haben es angesprochen. Es ist zu erwarten, dass die Grundgesetzänderungen und das Bundesgesetz noch im September beschlossen werden. Das war ja nicht ganz so, Herr Boddenberg, wie Sie schon den ersten, sind da ja auch in einem guten Tempo der Pressemeldungen
dass das Geld sozusagen fast schon bei den Kämmerern am Konto ist. Aber leider haben wir da noch so ein paar gesetzgeberische Hausaufgaben zu machen. Hätten wir schon ein bisschen auch früher anfangen können, muss ich noch ein bisschen Salz verstreuen. Der Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags hat bereits im ersten Maßnahmenpaket der Landesregierung einstimmig, das muss man sagen, einstimmig 661 Millionen € freigegeben. Was jetzt noch fehlt, ist Konstruktionstechnik, dass die Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes. Der Entwurf liegt vor und es ist angekündigt worden, es ist unser Abendprogramm, uns damit im Haushaltsausschuss zu beschäftigen. Uns mit dem sogenannten, wird ja schon liebevoll in der Szene genannt, dem Wormschen Modell zu beschäftigen. Das Verfahren und die Berechnungsmethode, ja, dass die Landesregierung mit Vertretern, Sie waren im Urlaub, Herr Minister, mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände auserkoren hat, darüber kann man streiten. Und es entspricht schon ein wenig dieser Grundtendenz von Schwarz-Grün, so ein Pauschalierungs- und Umverteilungsdrang. Es ist ja schon auch interessant, dass sogar eine Kommune, die überhaupt keine Gewerbesteuer vorher hatte, plötzlich Gewerbesteuer bekommt. Und dort, wo die Krise einen besonders starken Einbruch teilweise bekommen hat, dort wird es nicht ganz. Also es ist so ein bisschen so, wir entscheiden mal ein Stück weit auch. Und das war auch ein bisschen das Gekrummel, was ja auch durchaus angedeutet ist. Wir unterhalten uns mal für die Zukunft heute Abend mit den kommunalen Spitzenverbänden. Aber was ist uns wesentlich? Wir zeigen mit dem Finger darauf, weil wir auch ein Auge auf die Zukunft haben müssen. Jetzt zählt es für 2020, Geld auf den Weg zu bringen. Geld ist im vierten Quartal, das wollen alle, die vor Ort in ihren Haushaltsausschüssen sitzen und sich damit beschäftigen, fehlen wird. Das müssen wir jetzt, das ist Hausaufgabe von uns, das jetzt schnellstmöglich technisch auf den Weg zu bringen. Aber machen wir uns nichts vor. Und da sind wir alle in der Verantwortung. Das ist noch keine vollständige Heilung. Die kommunalen Spitzenverbände haben in ihren Stellungnahmen bereits darauf hingewiesen, dass es eigentlich so richtig, also so ein bisschen der erste Löschzug, der kommt, aber die eigentliche Dürre 2021, 2022, 2023, da müssen Lösungen, und da müssen Sie mal Ihre große Corona-Schatzkiste vielleicht aufpacken und Antworten entwickeln, wie es weitergehen kann. Für 2020 können die Hilfen, über die wir jetzt zu entscheiden haben, und wir stellen uns selbstverständlich auch keine Dido-Lösung in den Weg, können beitragen, dass die ordnungsgemäße Haushaltsführung ohne drastische Einschränkungen geschehen kann. Aber die klare Aufforderung an Sie, werte Kollegen der Regierungsfraktionen, für 2021, und das ist nicht so ganz wie Herr Boddenberg, es klang ja fast so, als wären alle Kommunen die Sorgen der nächsten 10 Jahre los. Wie gesagt, wir haben demnächst Haushaltsberatung, vielen anderen geht es. Und die eigentlichen Sorgenfalten hier oben, die bilden sich ab 2021. Und da müssen Sie außer Worthülsen schon ein bisschen konkretere Antworten finden, werte Kollegen. Wir sind dabei bei allem, was konstruktiv gemacht ist und nicht nur mit dem Kuchenschaber verteilt wird über dem Land, sondern was irgendwie auch Ansatzpunkte hat. Ich folge dem Präsidenten sofort, beende meine Rede. Danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend. Danke, Frau Schardt-Sauer. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Gewöhnen Sie sich nicht dran. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zweifelsohne. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie treffen nicht nur die Haushalte von Bund und Land, sondern eben auch die der hessischen Kommunen mit voller Wucht.
Der Hessische Rundfunk berichtete Ende Juli, die Zahlen sind ja hier auch schon genannt worden, dass die Gewerbesteuereinnahmen der hessischen Kommunen allein im ersten halben Jahr 2020 im Durchschnitt um 24% zurückgegangen sind. Statt 2,8 Milliarden wurden nur 2,2 Milliarden eingenommen. Bundesweit werden die Ausfälle, auch die Zahl wurde genannt, auf sogar fast 12 Milliarden geschätzt. Das Statistische Landesamt, sicherlich sonst doch zurückhaltend in seinen Formulierungen, deutete diese Zahlen und sagte, die Zahlen zeigen, in welchem Ausmaß sich eben vor allem die Corona-bedingten Einschränkungen für Gewerbetreibende in den letzten Monaten auf die Einnahmen der hessischen Städte und Gemeinden ausgewirkt haben. Wenn dem auch so ist, dann glaube ich, ist die Folgerung doch ganz richtig, wenn die Einschränkungen, die eben auch in einem hohen Maße auf Verordnungen des Landes beruhen, dass dann auch jetzt richtig ist, dass sich das Land an der Beseitigung und der Abmilderung der Folgen auch der eigenen, ja überwiegend richtigen Maßnahmen beteiligt. Die Gewerbesteuer, und ich glaube, daran muss man noch einmal erinnern, ist die größte und wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Im Jahr 2016 entfielen bundesweit mehr als 40% des kommunalen Steueraufkommens auf die Gewerbesteuer. Und wir alle wissen, dass in Hessen die Gewerbesteuer noch einmal eine sogar höhere Bedeutung für die Einnahmesituation der Kommunen als im Bundesdurchschnitt hat. Wenn diese Quelle dann in einem hohen Maße wegbricht, droht die Gefahr und die große Gefahr sowieso in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, dass Kommunen dann Investitionen verschieben und dass auch Ausgaben gekürzt werden. Und die Kollegin Schardt-Sauer hat ja völlig recht. Wir reden ja nicht abstrakt über Geld, Einnahmen, über Ebenen, sondern am Ende geht es dann immer auch um Leistungen der Bürgerinnen und Bürger, die dann drohen, wegzufallen. Und ich will das auch noch einmal deutlich sagen, weil es nicht so richtig in der Debatte genannt wurde. Die Gemeinde, wie bei allen anderen Steuern auch, die die Kommunen einnehmen, dient das der Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge, öffentlicher Dienstleistungen. Die Kommunen brauchen diese Gelder nicht aus irgendeinem sozusagen sinnlosen Grund, sondern sie brauchen sie, um Schulen, um Kitas, um Sportstätten zu bauen und zu erhalten, zu sanieren. Sie brauchen sie, um soziale Maßnahmen und das kulturelle Angebot zu finanzieren. Und das ist auch noch einmal ganz plastisch sich anzuschauen. Ja, und dafür haben Sie auch unsere aller Unterstützung verdient. In dem Bericht des Hessischen Rundfunks wird der Bürgermeister der mittelhessischen Stadt Grünberg zitiert, der mit Blick auf die Einnahmeausfälle zwar einräumt, in Ordnung, die großen Investitionen wie Kita-Neubau, die will ich beibehalten, kleinere Investitionen aber wie Toiletten im Bürgerhaus, die werden dann wohl geschoben werden müssen. Er macht sich Sorgen, dass das Geld bei alltäglichen Ausgaben dann fehlen wird, bei Kosten für Personal, bei Instandhaltungsmaßnahmen, Feuerwehr, Fahrzeugen und viel mehr. Und dieses Beispiel Grünberg zeigt doch auch sehr plastisch, wie ernst dann die Lage in den hessischen Kommunen ist. Und in dieser Situation, ja, tatsächlich, da ist es richtig, dass Bund und Land die Gewerbesteuerausfälle ausgleichen wollen. Ich finde aber Rangeleien, welche Ebene und welche Regierung jetzt mehr Geld gibt, ob Bund oder Land, die scheint mir ein bisschen fehl am Platze, zumal ja die Kommunen, und das wissen wir aus der Vergangenheit, häufig die Letzten sind, deren Interessen im föderalen System bedient werden, sodass man jetzt nicht kraftmeierisch sagen sollte, wer gibt denn da am meisten, sondern eher überlegen sollte, wie kann man alle Probleme lösen. Und für das Land ist es auch völlig klar, dass diese Kompensation aus unserer Sicht auch verfassungsrechtlich geboten ist. Das Land ist schlicht in der Pflicht, den Kommunen eine finanzielle Mindestausstattung zu garantieren. Das ist ja auch das Ergebnis des Alsfelder Urteils zur Finanzierung der Kommunen. Und das Urteil hat die Landesregierung letztlich verpflichtet, eine Teilkaskoversicherung vorzulegen. Und die muss jetzt in dieser Krise auch greifen. In dem dann heute vereinbarten Gespräch mit den Spitzenverbänden werden wir dann noch einmal genauer auch über den Verteilschlüssel, den Sie vorschlagen, reden, die Position der kommunalen Spitzenverbände dazu hören. Die Landesregierung plant ja, das hat der Herr Staatsminister deutlich gemacht, die ersten beiden Quartale 2020 mit den durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen aus den drei Vorjahren zu vergleichen. Aus der Differenz soll dann der Verteilschlüssel erwachsen.
Ob durch diese Herangehensweise möglicherweise noch neue Probleme entstehen, die wir jetzt hier in der Debatte noch nicht gestreift haben, das wird sicherlich auch mit den Spitzenverbänden heute Abend im Haushaltsausschuss besprochen werden. Das zentrale Problem aber bleibt. Die Kompensation eines Teils der Gewerbesteuerausfälle wird halt bei Weitem nicht reichen. Wir wissen nicht, wie sich die Steuereinnahmen letztlich bis Ende des Jahres 2020 entwickeln. Wir wissen noch nicht, wie sich die Einnahmesituation 2021 darstellt. Wir kennen die Prognosen, dass bis 2023 den Kommunen Gewerbesteuern in Höhe von 3,5 Milliarden € wegbrechen könnten. Im Sondervermögen, ich will daran noch einmal erinnern, ist die gesamte Kompensationssumme für die Kommunen aber auf 2,5 Milliarden € begrenzt. Da gibt es ja noch eine große Differenz. Andere Einnahmen, der Staatsminister hat selber darauf hingewiesen, sind gar nicht erfasst. Natürlich, die Gewerbesteuer ist die bedeutendste, das hatte ich ausgeführt. Sie ist im Übrigen auch die volatilste, also in Krisen sozusagen diejenige, die dann am heftigsten einbricht. Aber was ist mit den Ausfällen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen und Umsatzsteuer? Wird die Landesregierung die Kommunen damit allein lassen? Reicht da ein lockerer Verweis, na ja, vielleicht tun wir da noch irgendwas und möglicherweise kommen da noch weitere Maßnahmen? Und was ist eigentlich mit den Kommunen, die eher ein geringes Gewerbesteueraufkommen haben und trotzdem mit Einnahmeverlusten aus anderen Steuerarten zu kämpfen haben? Der Gesetzentwurf der Landesregierung scheint ein erster Schritt zu sein, den wir wohl auch unterstützen werden. Notwendig aber wäre schon jetzt, sich Gedanken zu machen über eine Garantiesumme für die Jahre 2021, die eben deutlich darüber hinausgeht. Ein echter, umfassender kommunaler Rettungsschirm, der sich dann vielleicht auch wohltuend von den Schutzschirmen der Vergangenheit absetzt. Ich will noch eine letzte Bemerkung zum Verfahren. Die Mittel aus dem Sondervermögen, die jetzt mit diesem Gesetz eingesetzt werden sollen, die hat der Haushaltsausschuss ja bereits in der Juli-Sitzung zugegebenermaßen meiner familiär fröhlichen Abwesenheit freigegeben. Das ist auch in Ordnung. Vom Verfahren her wäre es vielleicht andersrum besser gewesen, auch wenn Eile und Zügigkeit zweifelsohne geboten sind, weswegen wir uns einer Dido-Regelung auch nicht diesem Weg, also auch nicht entgegenstehen. Vielen Dank. Danke, Herr Schalauske. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Reul zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In den ersten Monaten der Pandemie lag der Schwerpunkt darauf, den Kommunen die Liquidität zur Aufrechterhaltung der kommunalen Daseinsvorsorge zur Verfügung zu stellen. Da die genauen finanziellen Auswirkungen der Pandemie sehr schwer abzusehen sind, wurden schon damals Gespräche mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände aufgenommen und vereinbart, gemeinsam in diesem Herbst diesen Jahres zu einem Ergebnis zu kommen. Bis dahin hat das Land Hessen mit verschiedensten Maßnahmen dafür gesorgt, dass eine ausreichende finanzielle Ausstattung für die Kommunen gewährleistet ist. Dabei stellt das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern eine entscheidende Position dar. Dies sieht eine Summe, das wissen Sie, von bis zu 2,5 Milliarden € zur Unterstützung der Kommunen vor. Über die sinnvolle und zweckmäßige Verwendung wird mit den kommunalen Spitzenverbänden gesprochen. Dabei ist die in diesem Zusammenhang Gewerbesteuermindereinnahmen eine große Position. Das wissen Sie. Denn durch die Folgewirkung der Corona-Pandemie sind erhebliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer schon eingetreten und auch zukünftig weiter zu erwarten. Wir wissen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen davon abhängt und da sehr stark beeinträchtigt wird. Der Bund hat in seinem Konjunkturpaket die finanzielle Entlastung der Kommunen durch einen pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen des laufenden Jahres beschlossen. Kollege Weiß hat es schon erwähnt an dieser Stelle. Ob das jetzt Olaf war, ob das ja Angela war oder der Wirtschaftsminister Altmaier oder andere Leute, ich glaube, sinnvoll ist es, dass wir an dieser Stelle zusammen erwähnen, der Bund hat dies auf den Weg gebracht. Das Land beteiligt sich daran solidarisch. Wir machen das gemeinsam. Bund und Land kümmern sich um die Kommunen. Das ist der zentrale Punkt. Es ist egal, wer hat es erfunden, sondern wir machen dies gemeinsam.
wie wir alle wissen, ist natürlich bei der Bundesregelung ein Anteil des Landes auch dabei vorgesehen. Und wie gesagt, die einzelnen Beträge sind vorhin schon genannt worden. Aber eines muss man auch einmal klar und deutlich sagen. Der Anteil des Landes ist mehr als 50% an dem gesamten Paket. Und deshalb ist es ein wichtiger Punkt. Und das leistet Schwarz-Grün hier in Hessen. Mehr als 50% der Gewerbesteuermindereinnahmen werden übernommen. Aus der Bundesvorgabe, die Hilfen nach der Abschiedung des Gesetzes unverzüglich auszuzahlen, ergibt sich natürlich auch die Vorgabe für uns, die Maßnahmen schnell und unbürokratisch umzusetzen. Meine sehr geehrten Herren, und wenn hier Kritik geübt wird von Kollegin Schardt-Sauer, na ja, das könnte irgendwie alles noch ein bisschen schneller gehen. Wir sind schneller als der Bund. Der Bund entscheidet erst am 19. September im Bundesrat, und wir entscheiden schon, und das ist ein hervorragender Punkt, im Konsens aller Fraktionen hier im Hessischen Landtag. Wir schaffen gemeinsam die Voraussetzungen. Der Bund zieht nach. Und danach, wenn das Geld hier in Hessen angekommen ist, werden wir gemeinsam die Hilfen für die Kommunen auszahlen. Deshalb einfach nur mal für die Reihenfolge. Das Land Hessen ist schneller als der Bund und schafft die Voraussetzungen dafür. Damit insgesamt die 1,2 Milliarden € zeitnah bei den hessischen Kommunen ankommen, wurden im Vorfeld auf der Fach- und auf der politischen Ebene zahlreiche Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden geführt. Und ich freue mich, wir haben ja nachher eine Haushaltsausschusssitzung, da werden die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände anwesend sein. Und wir wissen es ja schon aus den schriftlichen Einlassungen, dass dort auch eine große Zufriedenheit herrscht. Teilweise wird angedeutet, dass man dies gar nicht so erwartet habe in der pauschalisierten Umsetzung. Es ist richtig, dass an der einen oder anderen Stelle darüber diskutiert wird, welche Zeiträume man als eine Bemessungsgrundlage nimmt. Aber letztendlich ist entscheidend, was hinten bei rauskommt und was bei den Kommunen ankommt. Und das ist sehr viel. 1,2 Milliarden € für die hessischen Kommunen. Das ist ein Wort, das ist ein Punkt, und darauf können wir uns gemeinsam freuen, dass wir die Kommunen unterstützen. Und insgesamt, meine Damen und Herren, Sie wissen das, die 660 Millionen €, die wir von Seiten des Landes Hessen mit dazu steuern, kommen aus dem Sondervermögen, das wir gemeinsam hier im Hessischen Landtag dann am Anfang Juli gemeinsam hier beschlossen haben. Und es zeigt sich ganz einfach, dass es vollkommen richtig war. Diese 660 Millionen € gehen aus dem Topf der 2,5 Milliarden €, die vorgesehen sind für die hessischen Kommunen. Das heißt, wir haben immerhin noch 1,8 Milliarden €, worüber verhandelt wird mit den Kommunalen Spitzenverbänden, um dort auch weiterhin Gutes zu tun. Und die schwarz-grüne Landesregierung ist gewillt, diese finanziellen Mittel sehr sorgsam und sehr zielgerichtet einzusetzen. Ich will es noch einmal unterstreichen. Die Heimatumlage auf Landesebene sowie die Gewerbesteuerumlage auf der Bundesebene werden auf diese Zahlungen nicht erhoben. Das ist richtig, dass dort an dieser Stelle nicht das Geld wieder hin und her fließt, sondern dass wir dies so gemeinsam entschieden haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ich brauche nicht darauf einzugehen, wie das Verteilungsmodell und die Berechnung ist. Der Finanzminister hat es vorhin dargestellt. Eins ist aber vollkommen klar, und das ist positiv, der Konsens der Fraktionen hier im Hessischen Landtag. Das will ich noch einmal betonen. Ich will mich auch dafür bedanken, dass wir gemeinsam verabredet haben, dieses Gesetz in einer Dido-Lösung, also heute erste Lesung, Haushaltsberatung und dann die zweite Lesung am Donnerstag, dann dies zum Gesetz auch zu bringen. Dies ist auch ein Zeichen des gemeinsamen Konsenses. Und da können wir alle gemeinsam sagen, wir kümmern uns um die Kommunen, und dann nehmen wir sie auch gerne mit, weil Sie wissen, die CDU-Fraktion ist mit dem grünen Koalitionspartner Partner der Kommunen. Die SPD hat vorhin erklärt, dass sie dies unterstützt. Das ist gut so. Wir nehmen alle an die Hand und unterstützen die Kommunen gemeinsam und tun Gutes dafür. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Danke, Herr Reul. Wir sind am Ende der ersten Lesung.
zu diesem Gesetzentwurf angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Haushaltsausschuss. Ich glaube, in allen Reden des letzten Tagesordnungspunktes ist darauf hingewiesen, dass jetzt im Anschluss der Haushaltsausschuss tagt, sodass ich nur noch darauf hinweisen will, dass Sie sich im Raum 501a treffen. Außerdem möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass der Landtagspräsident Boris Rhein gemeinsam mit der hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Priska Hinz, jetzt auch im Anschluss an die Plenarsitzung vor dem Plenargebäude die Erntekrone von der hessischen Landjugend entnehmen wird. Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Termin teilzunehmen. Damit Sie das alle tun können, schließe ich die heutige Plenarsitzung.